Guten Tag, liebe Freunde der Dyna-gestarteten Kleinwagen und Motorroller der 50er Jahre. In diesem Video werden wir uns mit der Reparatur eines defekten Anlassrelais befassen, dessen Blattfeder durchgeschmolzen ist. So habe ich den Regler samt Anlassrelais vorgefunden. Das ist ja bekanntlich der Spannungsregler und dies ist das Anlassrelais. Hier fehlt, wie man sieht, der gesamte bewegliche Anker. Der war nicht mehr da. Hier oben dran war noch eine Hälfte der oberen Blattfeder. Wenn man diese Blattfeder aus der Nähe betrachtet, dann sieht man, dass sie durchgeschmolzen ist. Wie kann das passieren? Das geschieht dadurch, dass während des Startvorgangs diese beiden Klemmen verbunden werden. Hier ist der Batteriespannung drauf und da geht die Batteriespannung bei eingeschaltetem Relais weiter zum Anlasser. Der Nebeneffekt, wenn das Relais schaltet, eingeschaltet ist, liegt darin, dass dieser ganze Bügel, dieses ganze Magnetjoch hier unter Batteriespannung steht. Und wenn nun beim Ausbau oder Einbau des Reglers, besonders unter der Sitzbank der Isetta, etwas rüde und rüpelhaft gearbeitet worden ist und das Gehäuse des ganzen Reglers verbogen, eingedellt worden ist, was besonders gern bei diesen Aluminiumgehäusen passiert, dann drückt sich das Aluminiumgehäuse vom Sitzbankgestell verformt bis gegen dieses Magnetjoch. Und beim nächsten Starten gibt es einen deftigen Kurzschluss von der Masse der Gehäusekapsel zum Pluspol der Batterie. Dabei schmilzt das schwächste Teil durch. Und das schwächste Teil ist diese Blattfeder. Diese Blattfeder hat, wie man hier sieht, eine längliche Aussparung in ihrer Mitte, die dafür sorgt, dass sie federn kann. Das hier ist also ein intaktes Relais. Man erkennt, dass diese Verbindungen alle durch Niete realisiert worden sind. Das konnte man sich in der Großserienfertigung auch leisten. Da brauchte man nicht zu schrauben, da konnte man das fest vernieten. Und man erkennt auch, dass es hier zwei Blattfedern gibt. Die obere Blattfeder, diese hier, ist annähernd quadratisch und hat in der Mitte diesen Schlitz. Die dient als Biegescharnier für den Magnetanker. Der Magnetanker wird also angezogen. Der hat hier oben keine Achslagerung, sondern das ist ein biegsames Stück Blech, Federstahlblech, wenige Zehntel Millimeter dick. Und dieses Blech hat auch einen leichten Knick nach außen, sodass es den Stahlanker immer wieder nach außen vom Magneten, von der Spule wegzieht. Wofür ist die zweite Blattfeder da, die hier so spitz oder trapezförmig nach unten zuläuft? Diese lange Blattfeder ist dafür da, dass diese Kupferleiste, die den Kontakt herstellt, relativ zu dem Magnetanker separat federn kann. Das bedeutet, wenn dieser Magnetanker, das Stahlteil mit dem roten Punkt, vollständig von der Magnetspule angezogen worden ist, dann kann diese Kupferleiste nach vorn ausweichen. Die liegt also dann mit einem definierten Federdruck an ihren beiden Kontakten an. Es gibt zwei Kontakte, obwohl ja nur ein einziger Strom zu schalten ist. Es gibt einen Kontakt links. Da sitzt ein Kontaktplättchen in der Kupferleiste und hier der Gegenkontakt hat kein Kontaktplättchen. Und es gibt ein zweites Kontaktpaar auf der rechten Seite. Hier ist das Kontaktplättchen im festen Kontakt, in diesem Winkel. Und in der Kupferleiste ist gar kein Plättchen. Darum hat die Kupferleiste von vorn gesehen nur links einen eingenieteten Kontakt und rechts keinen. Wenn man dieses Teil nun reparieren will, müssen alle fehlenden Teile irgendwie beschafft oder hergestellt werden. Beschaffen kann man sie nicht, weil es sie nicht als Einzelteile gibt und zum Zerlegen ist das auch nicht gebaut. Dieser Rest der Blattfeder war angenietet. Hier waren Nietköpfe, die habe ich entfernt. Ich habe sie erst weggefeilt und habe sie dann mit einem Durchschlag vorsichtig daraus gepocht. Wobei ich aufpassen musste, dass ich diesen Blechschenkel nicht verbiege. Den habe ich also eingespannt und habe dann die Niete da rausgedrückt. Die Niete hatten einen Schaftdurchmesser von 2,8 mm. Das ist auch der Lochdurchmesser dieser beiden Bohrungen hier. Das ist 2,8. Wenn ich da nun künftig Schrauben reindrehen möchte, dann bietet sich das bei Elektrotechnikern sehr beliebte Gewinde M3,5 an, das eine Steigung von 0,6 mm hat und demzufolge ein Kernbohrmaß von 2,9 mm braucht. 2,9 ist ein Zehntel mehr als 2,8. Das passt also recht gut zu diesen vorhandenen Bohrungen. Ich habe mich also entschlossen, neue Blattfedern zu machen mit Bohrlöchern für
M3,5. Ich habe also die Bohrlöcher dann auf 3,6 ausgelegt. Da passen dann M3,5 Schrauben hinein. Die notwendigen Maße lassen sich mit etwas Geschick von diesem nicht zerlegten Teil abmessen. Für die obere Blattfeder, die untere Blattfeder, den daran aufgehängten Magnetanker und schließlich die Kontaktleiste. Den Magnetanker kann man recht einfach aus einem 3 mm dicken Flachstahl herstellen. 3 mm dick und 20 breit. Der bekommt dann den gleichen Winkel wie das Vorbild und hier oben zwei Gewindelöcher M3,5 im Abstand von 12 mm. Das Original, wenn man es nicht zerlegen will, dann erkennt man das nicht unbedingt genau. Das Original ist hier leicht abgekröpft. Wo der rote Punkt ist, geht eine Kröpfung los. Das geht also hier etwas nach außen gebogen weg, sodass es im angezogenen Zustand parallel zu diesem Eisenkern der Spule steht. Man sieht das so. Und dementsprechend muss dieses Teil ein wenig gekantet werden. Das ist also hier noch nicht gemacht, das ist noch gerade. Und damit der Hub auch stimmt, damit der Hub ausreicht, bevor der Magnetanker an dem Spulenkern anliegt, muss der hier ein wenig freigefeilt werden. Der darf nicht zu dick sein. Das Original ist hier etwas abgesetzt, was man sehen kann, wenn man da sehr genau hinschaut mit der Lupe. Das sieht die Kamera jetzt nicht. Hier wird also auf dieser Seite noch ein bisschen Material weggenommen, sodass die Dicke dann von 3 auf ungefähr 2,5 mm reduziert ist, von hier bis da oben hin. Die Kontaktleiste, da nimmt man zweckmäßig ein Stück Kupfer und feilt oder fräst das passend auf 3 mm Dicke, 7 bis 7,5 mm Höhe und 28 mm Breite. Auf eine Seite kommt ein Kontakt hinein und wer nicht weiß, wo er so einen Kontakt hernehmen soll, der sollte mal in seine Ölkiste, wo er gut erhaltene Unterbrecherkontakte findet, reinschauen. Da kann man so einen Kontakt in aller Regel recht einfach rausoperieren, denn die Kontakte sind meistens vernietet. Hier sieht man den vernieteten Kopf und dieser Kontakt hier, der scheint hart eingelötet zu sein. Man sieht hier so ein bisschen Lot. Der ist also nicht so leicht daraus zu operieren, geht aber. In der Mitte ist ein Schräubchen M4. Wer jemals versucht hat, 0,3 mm dickes Federstahlblech mechanisch zu bearbeiten, also durch Körnen bohren und mit der Blechschere zuschneiden, der wird gemerkt haben, dass das nur sehr schwer geht und dass sich da große Ungenauigkeiten einschleichen können. Darum habe ich mir diese Teile, nachdem ich sie skizziert hatte und gleich mit den notwendigen geänderten Maßen versehen hatte, auslasern lassen. Bei einem Betrieb, der nicht nur dieses Federstahlblech liefern kann, sondern auch die fertige Kontur auslasert. Hier sind die Bohrungen etwas größer als dort beim Vorbild. Das kleine Löchlein habe ich weggelassen, das hat keine Funktion. Das war allenfalls in der Massenherstellung eine Hilfsbohrung zum Ausrichten. Das brauchte ich nicht. Hier in der Mitte diese längliche Bohrung, 3 mm hoch und 10 breit, brauchte ich allerdings, weil hier ja die Biegung stattfindet. Hier rechts und links wird das etwas abgeknickt und dort findet auch die Biegung statt. Hier ist also die Scharnierwirkung zu Hause. Die Bohrungen sind 3,6 für Schrauben im 3,5. Dieses Blech, das untere, wird ja hier direkt draufgeschraubt, sodass das dann im fertig zusammengebauten Zustand so aussieht. Wenn man das von der Seite betrachtet, dann ist vielleicht zu ahnen, dass das obere Federstahlblech etwas nach rechts steht. Das ist also ein bisschen so geknickt, dass das hier in der Ruhelage Abstand von den Kontakten hat. Hier sieht man auch die freigefräste Partie, die den notwendigen Hub erlaubt. Und so in dieser Richtung ist also das Federvermögen der unteren langen Blattfeder zu sehen. Wenn der Anker angezogen wird und anschlägt, dann ist diese Kupferleiste unabhängig vom Anker gefedert. Hier drin ist ein Unterbrecherkontakt eingepresst. Der hat einen Schaft von 3 mm. Der ist hier eingepresst in eine Bohrung, die etwas enger ist als 3 mm und ist in der Höhe so abgestimmt, dass die Leiste gleichzeitig an beiden Kontakten anliegt. So sieht also der Nachbau aus und der muss nun eingebaut werden. Dazu wurden hier oben zwei Gewinde im 3,5 reingeschnitten. Von einiger Bedeutung sind noch diese beizulegenden Unterlegbleche. Die gehören hinter die Blattfeder, also hier dahinter, und sorgen dafür, dass der ganze bewegliche Anker einen gewissen Mindestabstand vom Magnetsystem hat. Diese vier Bohrungen wurden aufgebohrt von 2,8 auf 3,6. Wenn dieser ganze Zusammenbau von rechts her hinter diesen
Anschlaghaken gefädelt worden ist. Dann können diese beiden Schrauben angezogen werden, wobei man darauf achtet, dass die Kupferleiste parallel zur Grundplatte steht. Wir prüfen das Relais auf Durchgang. Die Schaltfunktion ist gegeben. Allerdings sagt das nur begrenzt etwas aus, denn der Prüfstrom ist ja sehr gering mit so einem Ohmmeter. Darum testen wir es anschließend nochmal mit dem wirklichen Anlasserstrom. Nun lassen wir mal zur Probe den Anlassstrom schalten. Der Strom ist am höchsten, wenn der Anlasser am Drehen gehindert wird. Also blockieren wir ihn jetzt mal und schalten dann. Dann werden wir an dieser Stelle einen Funken sehen. Der durch die Induktivität der Anlasserspulen hervorgerufen wird. Das ist normal. Wenn der Anlasser frei drehen kann, ist der Funke weitaus kleiner. Und das war's auch schon. Der Patient kann als geheilt entlassen werden. Er funktioniert wieder. So viel für heute. Macht's gut. Tschüss.